Mathematik, oh Mathematik, wie habe ich dich nicht vermisst? Willkommen zurück, ihr lieben Häschen. Willkommen zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Wir haben die Quest von Demokritos angenommen. Es geht um 3 Theoreme, die wir zurückbringen sollen. Also zurück, die wir zu ihm bringen sollen. Dabei handelt es sich um den Satz des Pythagoras, über Zenons Paradoxien und über ein Schriftstück über den goldenen Schnitt. So. Was wo liegt? Keine Ahnung. Ich sehe nur, dass ich nichts davon direkt anspringen kann. Nur in die Nähe. Ich würde sagen, wir fangen mit dem hier oben an. Und es geht wieder einmal zur Festung von Gila in Böotien. Weil das der nächstgelegene Aussichtspunkt ist, den wir haben. Toll, da drüben liegt eine Schaluppe einfach irgendwo mitten im Wasser. Kann die nicht hier am Ufer liegen? So, wo wollen wir hin da drüben? Astras Ausbildungsgelände. Das ist ein Sperrgebiet. Wenn ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Ich hatte jetzt auch nicht wirklich vor, hier drin aufzuräumen. Hätten wir jetzt zwar machen können, aber ganz ehrlich, ich mache jetzt hier diese Quest und danach kümmere ich mich um die Assassinen-Quest. Und direkt im Anschluss, wenn ich dann das entsprechende Level hoffentlich erreicht habe, kann ich mich auch um die Atlantis-Quest weiter kümmern. Ist ja nicht nur heute, dass ich aufnehme. Ich werde ja auch morgen wieder 3 Stunden, heißt 6 Folgen aufnehmen. Falls wir überhaupt noch auf so viele Folgen kommen. Mal schauen. Ich muss euch ja noch so ein bisschen den veränderten Endscreen Abfolge 91, den ich geklöppelt habe, genießen lassen. Den habe ich übrigens zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch kein einziges Mal verwendet. Wenn ihr diese Folge natürlich seht, wird das jetzt hier bereits die 6. Folge sein, die diesen Endscreen dann haben wird. Locris, Salz der Erde. Ich wollte jetzt mal probieren, den Teddybär zu tamen, aber ich glaube, dafür werde ich die Waffe einfach wegstecken müssen und das klappt. Muss die Viecher ja bewusstlos schlagen.
So, da unten ist ein spartanisches Lager. Da mache ich auch mal einen Bogen drum. So, rückblickend betrachtet übrigens, ich komme jetzt mal nochmal auf die Abschlussszene von der Main Quest, also von der Hauptstory, wo Alexios zu seiner Familie zurückgekommen ist. Danach habe ich gesucht. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber ich fand es so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, wie schnell er seine Meinung geändert hat. So ein bisschen. Es hat sich irgendwie, weiß ich nicht natürlich genug angefühlt. Es war so Szene herbei erzwungen oder so, weiß ich nicht. Ja, niemand. Dachte, irgendjemand würde mich jetzt aufhalten. Eins der Dokumente, die Demokritos haben will. Das ist eine Kindergeschichte, nicht Mathematik. Mal so oder so auslegen. So, da ist das nächstgelegene. Seid ihr denn die Bremer Stadtmusikanten? Oder was? Einfach ein Stier, ein Esel, ein Zickenbock. Oh, das sind nicht die Bremer Stadtmusikanten, das sind vielleicht die Argolis Stadtmusikanten, weiß ich nicht. Ja, ja. Übrigens ist so jetzt der Punkt in dem Spiel jetzt hier erreicht, wo ich nochmal die Frage stellen werde und ich weiß nicht, ob ich bis ihr das hier sehen werdet, vielleicht mich selber schon durchgeführt habe, ob ich mein vor 6 Jahren nach der Hauptstory abgeschlossenes Let's Play von Assassin's Creed Origins noch in irgendeiner Art und Weise zu Ende bringen soll, indem ich die DLCs noch nachspiele und das Spiel zum richtigen Endscreen führen soll. Ja, hat so eine Frage, die mich so ein bisschen bewegt, weil ich sag mal, ich habe das Let's Play an und für sich nicht abgeschlossen. Ich habe die Hauptstory abgeschlossen. Was ja schon mal viel wert ist, aber es, der Abspann kam ja nicht. Jedenfalls nicht von selbst. Ich habe ihn nachträglich eingefügt. Deswegen, also ich weiß nicht. Müsst ihr entscheiden. Wenn ich es nicht selbst entscheide. Wie gesagt. Wie ihr wisst, ich nehme das jetzt hier schon mittlerweile fast anderthalb Monate im Voraus auf. Soweit sind wir jetzt schon. Irgendwo Anfang März mit der Folge. Und ich stecke immer noch Ende Januar fest. Was heißt, bis ihr die Entscheidung treffen könnt, habe ich es vielleicht schon getan. Wobei ich das ja, wie gesagt, schon mal in einer früheren Folge erwähnt hatte, die Frage. Vielleicht hat er ja bis heute irgendjemand darauf geantwortet.
Film. Hallo. So, lass mich raten, ich muss jetzt hier gleich wieder mit Ikaros nach dem genauen Ziel suchen. Da ist das. Überraschung. Muss ich irgendwie an die eine Werkstatt denken, wo ich ihn einmal rausgerettet habe. Der goldene Schnitt. Demokritos wird sich freuen, dass ich ihn gefunden habe. Bestimmt. So. Und dann springen wir noch nach Terra, rufen die Adrastea und surfen dann zum Satz von unserem Vater. Denn wie wir ja mittlerweile gelernt haben, ist Pythagoras Cassis Papa. Natürlich ist das hier in seiner Nähe. Irgendwo. Spaghetti, Ravioli, Hauptsache die Pasta rücken, oder? Auf geht's. Auf Position zum Ablegen. So, was jetzt? Also erstmal aus der Bucht. Wir können zum Jagen gehen. Sie sieht so aus, als könnte ich mich verteidigen. Wir jagen keine Bären, Herodotos. Wir jagen Lügner, Verräter. Du weißt schon, das übliche Großwild. Ah, die schlimmsten aller Bestien. Wo segeln wir hin? Räder steuern in eine beliebige Richtung und wir finden einen Kultisten. Die sind überall. Dann haben wir nichts zu verlieren. Nichts außer Zeit! Spüren wir sie auf! Dann setz Segel. Wir müssen einen Kult zerschlagen. So, gehen wir frei, damit das hier mal ein bisschen vorwärts geht. Und wir haben ja nicht nur die Kultisten zu zerschlagen. Nein, wir haben ja auch noch den Orden der Ältesten vor uns, ne? Gehört ja zur Assassinenquest. Da wäre ich. Ah, das blaue Meer, der sonnige Himmel, gute Gefährten, eine aufregende Reise. So, Lordings, komm gleich wieder. Natürlich sind hier Haie. Und das nicht gerade wenige. So wie es aussieht. Achso, das andere sind Schildkröten. Also, wir haben hier nur ein Ei. Langsam knapp. Muss zusehen, dass ich hier hinkomme, wo ich hin will.
des Pythagoras. Und da ist noch ein Ei. Ich muss hoch. So, dann haben wir die erste Hälfte dieser Folge jetzt damit verbracht, diese Dinge zu suchen und jetzt gleich noch den Mokritos zurückzubringen. Wofür ich bestimmt jetzt wieder auf eine etwas größere Reise gehen darf, weil ich habe natürlich hier oben keinen Aussichtspunkt geholt. Es sei denn, ha, Schnellreise danach. Sollte wohl auch so sein in der Schiffswerft von Griechenland, ne? Demokritos! Ich hab hier was für dich. Ich sag euch, wenn er uns als Belohnung jetzt einen Zauberwürfel in die Hand drückt, dann hau ich ihn. Hi. Chere, Demokritos. Cassandra, was hast du mir mitgebracht? Na, alles, was du haben wolltest. Hier. Also, ich habe 10 uns Paradoxien. Hast du? Und was hältst du davon? Kindergeschichten. Die Schildkröte erreicht einen Punkt. Achilleus, der hinter ihr her ist, läuft dorthin. Aber wenn Achilleus an diesem Punkt ankommt, ist die Schildkröte schon weiter. Bis Achilleus dann diesen neuen Punkt erreicht hat, hat sich die Schildkröte erneut weiter bewegt. Ganz genau. Das zeigt, wie sich das Universum unendlich aufteilt. Eine mathematische Theorie in Form einer Kindergeschichte. Zenon war weise. Jeder gebildete alte Mann, den ich je traf, war ein Idiot. Aber der Verstand von Kindern ist unendlich weise. Ich habe außerdem deinen goldenen Schnitt. Ich habe den originalen goldenen Schnitt. Eine Entdeckung, die den Lauf der Wirklichkeit verändern wird. Zuerst habe ich nichts Besonderes darin gesehen. Doch die Seiten dieser Form sind nicht gleich. Die Seite mit dem A ist knapp halb so lang wie die Seite mit dem B. Fast, aber nicht ganz. A und B verhalten sich zu A wie A zu B. Und wozu benutzt man diese Theorie? Benutzt? Sie wird nicht benutzt, nur beobachtet. Es ist die göttliche Balance. Sie kommt ganz natürlich an den schönsten Orten dieser Welt vor. Sie ist überall und nirgends. Mhm. So, außerdem habe ich den Satz von unserem Vater, den Satz des Pythagoras. Es war nicht einfach, aber ich habe den Satz des Pythagoras. Der größte Durchbruch, den die Welt je erleben wird. Und jetzt haben wir ihn in seinem ursprünglichen Glanz. Ich dachte erst, es geht um die Eckpunkte des Dreiecks, aber eigentlich geht es nur um die Länge der Seiten. Erstaunlich. Du bist weiser, als du dich gibst. Die Quadrate der kürzeren Seiten ergeben zusammen das Quadrat der Hypotenuse. Es war nicht gerade leicht, aber ich habe alles gefunden. Hast du. Und damit kann ich endlich meine große Theorie formulieren. Die Theorie, die das komplette Universum gleichzeitig teilt und vereint. Klingt kompliziert. So, wie lautet denn deine Theorie? Erzähl mir davon. Mithilfe dieser Theoreme möchte ich beweisen, dass sich das Universum in unendlich viele kleinere Teile teilen lässt. Wenn wir die Wirklichkeit untersuchen, schrumpfen die Teile und der Raum zwischen ihnen wächst. Was willst du mit dieser Theorie tun? Wenn du deine Theorie bewiesen hast, was willst du damit tun? Auch wenn ich beweisen will, dass das Universum teilbar ist, hoffe ich, dass man sie benutzen kann, um die Menschen zu vereinen. Das ist ehrgeizig. Das klingt alles sehr ambitioniert. Man kann nichts Großes erreichen, wenn man nur auf das Mittelmaß abzielt. Doch ich gebe zu, ich habe persönliche Gründe. Die haben wir alle. Ha!
In einer anderen Welt hättest du eine gute Schülerin abgegeben. Als ich Schüler war, liebte ich eine Poetin. Doch meine Studien haben mich so vereinnahmt, dass ich es ihr nie sagte. Ich hoffe, ihr mit dieser Theorie meine Poesie zeigen zu können und vielleicht ihr Herz zu gewinnen. Boah, entschuldigt, wenn da jetzt ein kleiner Schnitt drin war. Ich wurde gerade angerufen. Und das war wieder von den typischen hier, wir führen Umfragen durch. Also, gut. Ja, lass uns gleich zu ihr gehen. Wenn es das ist, was du willst, dann helfe ich dir. Was? Jetzt sofort? Du hast schon mal die Gelegenheit verpasst, es ihr zu sagen. Es wäre schade, noch eine zu verpassen. Gehen wir. Du hast recht. Dieses Mal mache ich es richtig. Ich hätte dich nicht als Liebhaber gesehen. Das war ich auch nie. Meine Theorie, dass zwischen allen Atomen eine große Leere liegt, ist ein bisschen wie mein Leben. Aber nicht mehr lange. Jetzt füllst du diese Leere. Nein. Leicht ist, was die Leere füllt und uns zusammenführt. Merk dir den Satz für deine Poetin, Demokritos. Der ist... Hey! Lass ihn in Ruhe. Oh, da. Demokritos, es tut mir leid. Sie ist tot. Dass es so enden muss, nach all der Zeit. Du hast ein Theorem und die anderen. Lies sie ihr vor. Zeig ihr deine Poesie. Es ist zu spät. Es ist nie zu spät. Du kannst gehen. In einem anderen Leben hätte sie von meiner Liebe gewusst. Du hättest meine Schülerin sein können. Stell dir vor, wie glücklich wir wären. Ein weiser Mann sagte mir, der reichste Mann in jedem Land ist der, der sich nach dem wenigsten sehnt. Sehne dich nicht nach der Vergangenheit. Ich gehe früh genug, doch im Moment sehne ich mich nach ein wenig Zeit allein. Nimm dies und lass mich trauern, Cassandra. Er tut mir wirklich leid. Das hat er nicht verdient. So. Ich erinnere mich noch, als wir unterwegs waren. Hier irgendwo. Nicht von Delphi. Mal kurz in die Assassinen-Quests reingucken. Genau, da waren wir einfach mal versehentlich drüber gestolpert. Deswegen würde ich sagen, springe ich da jetzt einfach mal hin. Leichter gesagt als getan, würde ich sagen, oder? Ja, finde Darius. Überhaupt, der war hier irgendwo. Aber warum diese Hobby-Soldaten sie jetzt töten mussten, ist mir ehrlich gesagt schleierhaft. So, irgendwie geht es immer noch 4000 in die andere Richtung. Ja. Vielleicht sollte ich mal nach Makedonien springen und nicht mich in Lykaon aufhalten, ne? Das ist... Kann hilfreich sein. Huh?
jetzt mal ganz ehrlich, also versteht mich nicht falsch. Ich freue mich, dass das mit Alexia so ausgegangen ist. Und fand das auch richtig drollig, als die Familie dann geknuddelt hat und so, aber es wirkte halt so irgendwie so ein bisschen wie von einem Moment auf den nächsten. Soll ich dich jetzt Meister nennen, oder wie? Gefunden. Nur weil ich das wollte. Natakas sagte, du hättest etwas. Könnte uns das zum Jäger führen? Der Orden hat Pläne geschmiedet. Du willst den Jäger? Dann bleib und hilf mir, sie aufzuhalten. Ich höre. Einer der Handlanger des Jägers verantwortet die Rekrutierung für den Orden in Makedonien. Wenn wir ihn finden, haben wir eine Spur. Such nach Notizen, Nachrichten, Aufzeichnungen. So erfahren wir, wann das nächste Treffen ist. Und sei unauffällig. Ich gebe mir Mühe. Ich werde unsichtbar sein. Gut. Und du? Ich gehe zurück ins Dorf, um herauszufinden, wann das Treffen stattfinden soll. Nach der Festung treffen wir uns dort. Sehr gut. Dann wollen wir mal. Gefunden. Ich muss vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Darius meinte, ich soll unauffällig sein. Ja. Genau daran werden wir uns auch halten. Motten werden von der Flamme angezogen. Die Schlange wird neu geboren. Neue Fangzähne, neue Haut, neues Leben. Vielleicht kann Darius das entschlüsseln. Vielleicht. Bis dahin ziehe ich mich erstmal kurz zurück und warte, bis die andere Zut der Bekloppten hier abgeknallt ist. Wir haben ja noch einen dritten Punkt, den ich anlaufen muss, ne? Vielleicht ist da ja erstmal ein bisschen mehr Ruhe. Danach habe ich gesucht. Dass da mehr Ruhe ist, wage ich erstmal zu bezweifeln. Triff mich heute Nacht unter unserem Lieblingsbaum. Ich brauche dich. Klingt romantisch. Anzüglich. Alle Hinweise entdeckt für einen neuen Ältesten. In der Hand der richtigen Frau sind Männer nützliche Waffen. Wenn du das sagst. So. Hey du! Wer denn? Seid ihr mir hier oben entlang gefolgt? Oder anders gefragt, seid ihr bescheuert?
Ja, das mit dem heimlich klappt in diesem Spiel nicht besonders gut. So, sie scheinen ihre Suche im Allgemeinen abgebrochen zu haben, was ich gut finde. Das heißt zwar nicht, dass ich sicher bin, aber sicherer. Ich lasse mich lieber nicht sehen. Die komplette Spartaner-Festung hier auseinandernehmen, aber wozu? Wozu so einen Aufstand anzetteln? Nach einem neuen Auto. Nahrungslieferung erfolgt. Dorfkoch hat Liste bestätigt. Eine Empfangsbestätigung. Nun, das sollte es gewesen sein. Zeit, Darius zu treffen. Oder anders ausgedrückt, machen die Socken scharf. Ja, das ist schön. Ich mich auch. Tschüss. Komm schon, komm. So, dann machen wir das jetzt hier noch als krönenden Abschluss für die heutige Folge. Und danach werde ich euch dann auf morgen vertrösten. Und mich auch. Guten Tag. Darius! Ja, schon da. Wie ist es gelaufen? Ja, ich wurde entdeckt. Sie haben mich gesehen. Da waren viele Wachen. Das könnte Konsequenzen haben. Mhm. Was hältst du davon? Sie sehen nicht nach Geheimbotschaften aus. Diese Notiz. Neue Fangzähne. Rekruten. Und blutende Ziegen. Ein Ziegenhof, wie dieser hier. Da findet das Treffen statt. Der Augen benutzt Ziegenblut in dem Eröffnungsritual. Du weißt viel über den Orden. Mir hat das gar nichts gesagt. Dein Wissen um den Orden ist hilfreich. Was weißt du sonst noch? Ich weiß, dass das Treffen bald ist. Es gibt immer ein Log-Signal. Da muss noch mehr in der Notiz stecken. Der
Der Teil mit den Motten und der Flamme. Wenn sie Ziegenhöfe nutzen, könnten sie hier gewesen sein. Suchen wir nach Hinweisen. Ja. Wo sollen wir anfangen? In der Kornkammer dort. Sie ist klein, aber voll. Bestimmt scharen sich da die Leute wie... Bienen um den Honig? Glaube ich nicht. Ich auch nicht. Ich liebe es. Es geht um Flammen und Feuer. Hier ist was. Diese Heuhaufen. Da unten sind Rußspuren. Ja, und? Feuer? Hier hat jemand Heu verbrannt. Die Flammen sind das Signal. Das kann nur bedeuten, sie kommen des Nachts zusammen. Wie Motten zur Flamme. Ganz genau. Wir müssen nur auf den Beginn des Treffens warten. Es gibt in der Nähe noch einen Ziegenhof, jenseits der Brücke. Gut, dann treffen wir uns dort in der Dämmerung. Gut, aber das machen wir wie angekündigt erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich sehr vielmals fürs Zusehen, würde mich sehr über Likes und auch Kommentare freuen und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed Odyssey dann wieder. Macht es gut und tschüssi! Something to fight for.